liebe Freundinnen, liebe Genossinnen und Genossen, seit dem 23. Januar erleben die Bevölkerung Venezuela und die fortschrittlichen Menschen der Welt Tag der Besorgnisse und Schrecken. Das Land mit den größten bekannten Erdreserven weltweit ist in den Fokus der USA-Interesse gerückt. Viele EU-Staaten haben Juan Guaidó bereits als internen Präsident anerkannt. Unsere Sorge als Lateinamerikaner in diesem Moment ist sehr groß. Wir sind seit der Monroe-Doktrin der USA 1823 mit Militärstiefeln getreten, unterworfen, ausgeplündert, bis auf Blut. Wir haben am eigenen Leib Invasionen, verdeckte Aktionen, politische Einmischung in die Politik unserer Länder, Boykott und offene Sabotage unserer Ökonomie erlebt. Beispielhaft steht dafür der grausame Militärputsch in Chile von 11. September 1973. Der Spur des Verbrechens der Politik der USA hinterlässt Zehntausende ermordete Menschen. Bürgerkrieg und reaktionärer Stabterror haben mehrere Millionen Lateinamerika zu Kriegsflüchtlingen gemacht oder in Exil getrieben. Aber das sozialistische Kuba und die demokratische Regierung von Venezuela, Bolivien und Nicaragua haben diese Kette des Terrors unterbrochen. In diesem Moment sehen wir ein neues Interventionsmodell in Venezuela mit der Beteiligung vieler Länder der EU und natürlich Deutschland. Das beruhigt die Völker Lateinamerikas. Weiß doch niemand, welches Land das nächste ist. Die Souveränität und Würde Lateinamerikas und der Karibik wird in Venezuela erst entschieden. Entschieden wird auch über die Gültigkeit von Normen und Regeln des Völkerrechts und der Charta von der Vereinten Nationen. Hier und jetzt wird deutlich werden, ob die Legitimität einer Regierung durch den ausdrücklichen und souveränen Willen ihres Volkes oder durch die Anerkennung ausländischer Mächte wie USA-Imperialismus und der EU bestimmt wird. Auch diese Teile der EU-Mitgliedstaat verletzen hier ihre eigenen Verträge und die Normen internationale Recht. Dies ist so nicht eine Mischung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet. Nach Meldung des kubanischen Außenministeriums sind US-Spezialkräfte in der Karibik eingetroffen, die in Venezuela eine Intervention unter humanitären Deckmantel vertreiben können. Hier steht das Interesse und die Zukunft der bolivarianischen Revolution und der Unabhängigkeit, Souveränität und Interesse der Völker von Rio Bravo bis Patagonia auf dem Spiel. Wir fordern alle Völker und Regierungen der Welt auf den Frieden in Venezuela, aber auch die Weltfrieden zu bewahren und verteidigen. Hoch die internationale Solidarität! El pueblo unido jamás será vencido. ¡Hey!
jamás será vencido.